Kommen wir zum salafistischen Teil. Ich komme aus Bielefeld. Kennt jemand Salafisten? Hat jemand Salafisten im Freundeskreis? Du zum Beispiel? Möchtest du das ändern? Ich bin heute echt hier angekommen in Frankfurt, wusste nicht, wo der Main Tower liegt. Sagt man Main Tower oder Main Tower? Main Tower. Ich dachte, Main Tower war das hier der wichtigste ist, aber habe mich dann... Gut, habe mich geirrt. Wollte Leute anquatschen, um zu fragen, wie ich hinkomme. War sehr schwierig zu finden. Wollte, also Blickkontakt unmöglich. Alle mit den Handys beschäftigt. Viele haben mich gesehen, dann das Handy rausgeholt. Und dann habe ich einfach den nächstbesten angesprochen, war ein Polizist. Ist eigentlich andersrum, die fragen mich was. Ich sage, ja, hallo, können Sie mir helfen? Ich bin nicht von hier. Sieht man. Ich musste ins Main Tower. Er hat mir echt geholfen und er sagte mir, bitte sei mit den Frankfurtern etwas vorsichtig. Viele sind aus Offenbach hierhin gezogen, damit sie Leute wie dich nicht mehr sehen müssen. Ist Frankfurt nicht so die richtige Wahl, habe ich dann gesagt. Aber gut, ja. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin. Er hat mir sogar gesagt, wenn du es wirklich eilig hast, kann ich dich auch fahren? Ich so, oh, dürfen Sie das als Polizist einfach so einen auf Taxi machen? Nein, darf ich natürlich nicht, aber wenn Sie hinten bei mir sitzen, das wird schon keiner merken. Ich bin aber dann doch lieber zu Fuß, wollte ein bisschen Frankfurt sehen, habe mich auch schlau gemacht und ich habe eine sehr schöne Studie gelesen, Zeitung. Eine Studie hat wirklich gefragt, wovor haben Männer am meisten Angst bei einem Blind Date und wovor haben Frauen am meisten Angst bei einem Blind Date? Und das Ergebnis zeigt, es gibt noch große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Männer haben beim Blind Date wirklich Angst davor, dass die Frau zu dick ist. Und Frauen haben Angst davor, dass der Mann ein Mörder ist. Das ist schon eine ganz andere Angst. Ne? Drei Ängste weiter. Und die entscheidende Frage, wie verzweifelt sind sie? Könnte ein Mörder sein, aber ich gehe trotzdem hin. Der Mann hat ja mit seiner Angst nichts zu verlieren. Schlimmstenfalls ist die Frau nicht sein Typ. Was macht er? Trinkt Kaffee, geht nach Hause. Was macht aber die Frau, wenn sie beim Date merkt, oh, der will noch in den Wald. Ach, wenigstens weiß man jetzt, warum sich Frauen so viel besser an das erste Date erinnern können. Die merken sich jeden Scheiß, könnte wichtig sein bei der Zeugenbefragung. Hat alles irgendwo seinen Sinn. Es gibt noch ganz viele andere Studien. Konnte dann nicht so viel Zeitung lesen, musste mich auch auf heute vorbereiten. Ich habe sogar extra für heute eine neue Jogginghose angezogen. Danke. Dankeschön. Danke. Großartig. Amazing. I like it here tonight. It's amazing. Really appreciate it. Ja, ich bügele sogar meine Sachen selber. Da muss man jetzt nicht klatschen extra. Ich habe mir auch letzten Monat einen Bügeltisch gekauft. So ein Hightech-Bügelbrett mitten im Mini-Bügelbrett, das oben drauf kommt. Ich war eine Woche überfordert. Was will es von mir? Hab dann gelesen, aha, soll das Bügeln erleichtern, ist für die Ärmel. Hab meinen Unterarm draufgelegt und so gebügelt. Nein, da muss man... Meine Mutter angerufen, gefragt, Mama, kann es sein, dass Bügeln die ersten zwei Wochen sehr schwer ist? Ne, muss man sich da erstmal. Mein Vater sagt, Bügeln hin oder her, dein Kleidungsstil ist trotzdem scheiße. Du bist 32, da muss man sich anders anziehen. Ich habe gesagt, Papa, als Kind sah ich viel schlimmer aus. Und das stimmt. Ich habe heute am Hauptbahnhof Frankfurt einen Jungen gesehen, ungefähr 14, mit seiner Lebensabschnittsgefährtin. Die sahen wirklich aus wie Topmodels. Kein Vergleich zu meiner Kindheit. Röhrenjeans, Markenschuhe, Markenjacke, mindestens H&M. Mindestens mein Kleidungsstil als Kind, H&N, Hauptsache nicht nackt. Das war damals wirklich eine sehr bekannte Modemarke meines Vaters. Ich war sein Model. Wir hatten nur eine Kollektion. Die Vierjahreszeiten-Kollektion. Schuhe für 13 Mark, die sind aus wie Schuhe für 7 Mark. Ja, einfach so ein Klumpen. Klumpfuß kannte ich. Klumpschuhe war mir neu. Dazu die passende Hose, eine Korthose. Weil ja alle Eltern auch heute hier wissen, wenn ein Kind irgendwas haben will, dann eine Korthose. Ganz klar, kein Fahrrad, kein Skateboard, erst die Korthose. Es gibt angeblich auch schöne, feine Korthosen, kann sein. Meine war es nicht. Meine war die Korthose, von der alle hässlichen Korthosen abstammen. Die Korthose des Grauens. Es gibt schöne, feine Korthosen mit 40.000 Rillen. Meine hatte 4. Das war wirklich... Ja. Auf jedem Bein 2. Das ist... Und wenn ich die anhatte, wurde ich vom Lehrer gesiezt. Das war so eine Respekthose. Massivkord. Dazu die passende Jacke. 50% Polyester, 40% Polyamid, 10% unklar. Für meinen Vater war klar, Lederjacke. Ne? Ein Unikat, die einzige Kinderjacke mit Schulterpolstern. Die hingen auf Ellbogenhöhe, alle dachten, ich habe 4 Beine. Da kommt er. Ich war der Einzige, der jeden Tag 10 Minuten später kommen durfte, weil die Lehrerin wusste, mit der Jacke dauert es ein bisschen.
Mir war das scheißegal, es war eine Markenjacke, stand hier ganz groß Adidas auf dem Rücken, Nike. Das ist normal bei Jacken aus Marokko, da ist der Stoff so gut, da passen viele Marken drauf. Und auf dem Rücken hat es nie einer gesehen, auf dem Rücken, das war ja nicht schlimm, da war der Ranzen. Ein sehr schlimmes Wort für eine Kindertasche, Ranzen klingt so ein bisschen nach Weltkrieg. Wo sind die Waffen? Im Ranzen. Es gibt nur ein Wort, das schlimmer klingt, Tornister. Klingt so nach Castortransport, ne? Aber die Wörter passen sehr gut, weil dieser Ranzen war früher sehr hässlich. Sah aus wie so ein Riesenschließfach. Man hat das Kind gar nicht mehr gesehen. Man dachte, der Ranzen schwebt. Es wurden früher viel weniger Kinder entführt. Also man hat das Kind einfach nicht gesehen. Und die coolen Kinder wollten den Ranzen trotzdem cool tragen. Hinten wie alle anderen, aber tiefer gelegt. Und die anderen Kinder, wo die Eltern auf alles geachtet haben, trugen den Ranzen so gesund wie möglich. Ganz fest am Rücken, eine Einheit mit der Jacke. Manche sogar unter der Jacke, der Glöckner. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Wie schafft man den Ranzen so nah am Rücken? Das war ganz einfach. Die Mutter stellt sich morgens vor das Kind, zieht ganz fest hier dran, bis man oben die Tasche sehen kann. Hatte einen großen Vorteil, der Rücken war entlastet. Nachteil, die Blutzufuhr zu den Armen war unterbrochen. Deswegen haben sich auch viele in der Schule gemeldet, damit da wieder Blut reinkommt. So. Und worüber man leider nicht spricht, diese Kinder wurden auf dem Schulweg am meisten geärgert. Man hat die einfach am Trageriemen gepackt und langsam auf den Boden gelegt. Dann lagen die da hilflos wie eine Schildkröte. Hilfe! Ich verpasse Mathe! Ich hatte auch mit diesem hässlichen Kleidungsstil meine coolen Momente. Dritte Klasse werde ich nie vergessen. Die Schulnoten standen fest. Ein Tag später Sommerferien. Was macht man? Man spielt irgendwelche Spiele. Und wer hat das wichtigste Spiel gewonnen? Ich. Die Reise nach Jerusalem. Ich muss aber dazu sagen, für die deutschen Schüler war das nur ein Spiel. Für mich war das wirklich mehr Hoffnung, Vision, Zukunft. Ne? Das war echt was. Ich weiß noch, als ich meinem Vater sagte, Papa, wir spielen morgen die Reise nach Jerusalem. Ich fahr dich. Das erste und letzte Mal, dass er mich gefahren hat. Das ist, ja. Mittlerweile fährt er mich gar nicht mehr. Ich fahre sehr oft Bahn, das macht echt viel Spaß. Heute habe ich wieder mal was Tolles erlebt. Ich war in der Bahn, da waren zwei Migranten, ungefähr 15. Die haben ganz laut Musik gehört und ich wollte Bürger des Monats werden. Auf den Tisch hauen. Ich so, Leute, entweder Handys raus oder Musik viel, viel leiser. Was machen die? Fangen an, mich in ihrer Jugendsprache zu beleidigen. Hey, Dickfisch. Ich so, was? Der andere sagt, er meint fick dich. Das war nicht schön. Ja. Ich war ein bisschen durcheinander, der andere sagt, aber ganz ehrlich, Dickfisch passt auch. Ich muss ein bisschen abspecken, ich weiß, ich habe zugenommen, ich war letztens im Solarium, nur die rechte Seite wurde braun. Das habe ich gemerkt, ja. Die sind dann irgendwann ausgestiegen, dann wollte ich mich mental vorbereiten auf den Main Tower. Ging nicht, in der Bahn ausruhen, vorbereiten, unmöglich, die nervigen Zugdurchsagen kommen dann, wenn sie kein Mensch braucht. Verehrte Fahrgäste, achten Sie bitte auf Ihr Gepäck, es befinden sich Taschendiebe im Zug. Sofort stand ich im Mittelpunkt. Eine Frau tippt ihren Freund an, unauffällig. Der guckt sie an nach dem Motto, ach Schatz, guck doch, wie der aussieht. Der klaut doch niemals Taschen. Der lässt Koffer im Zug liegen. Das konnte ich so nicht stehen lassen. Ich habe mein Handy rausgeholt und gerade noch so laut reingerufen, dass nur die beiden mich hören können. Allahu Akbar. Sofort zwei Plätze frei. Ja. Terrorismus hat Deutschland verändert. Früher hat man die Polizei gerufen, wenn der Koffer weg war. Heute ruft man sie, wenn der Koffer rumliegt. Das ist, und wir kennen alle diese Durchsage an Bahnhöfen. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Die gibt es in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, aber nicht auf Arabisch, die eigentliche Zielgruppe. Stellt euch vor, es gebe diesen Satz auf Arabisch, der Terrorist kommt, legt den Koffer ab und dann Gepäck und ach, schade. Direkt mehr Sicherheit. Ja. Das ist. Ja. Aber wenn man das weiß, kann man sich ab und zu auch mal einen Scherz erlauben. Ich bin letztens in Köln zum Bahnhof gerannt, ich musste den Zug kriegen. Rennen ist bei mir sinnlos. Ich bin, wenn ich renne, langsamer als wenn ich gehe. Ich verstehe es auch nicht, aber man sieht, da bewegt sich was, ich komme nicht voran. Bin dann irgendwann leicht angeschwitzt angekommen mit einem Rollkoffer, arabisch aussehend, schwierige Kombination. Eine ältere Dame schaut mich an, ihr einziger Gedanke, der wird doch jetzt wohl nicht. Ich habe mir gedacht, komm, geh jetzt mal langsam auf die zu. Bin mit dem Rollkoffer auf die zugegangen. Die wird ganz unruhig, ich schaue sie an. Und dann natürlich aufgeklärt, bevor das Ganze eskaliert. Mist, ich habe ganz vergessen, ein Ticket zu kaufen. Ich muss kurz runter. Würden Sie bitte so lange auf den Rollkoffer aufpassen? Dankeschön, das war's von mir. Danke. Ciao, ciao.
Danke. Thank you. Danke. Abdel Karim! Danke. Oh. Thank you. Danke. Schön warm. Sag mal, du hast ihn ja dabei, aber ich sehe ihn nicht. Man sieht ihn ja eigentlich nie. Obwohl der. Ali! Nein? Ich habe ihn auch. Bei mir sieht man ihn auch nicht. Aber ich habe ihn hier. Okay. Unser Migrationshintergrund! Hey! Wow! Geil! Alter, woo! Geil, komm her! Amazing! Ja? Die können jetzt ihre Handys rausholen? Ja? Ich habe mich immer gefragt, wie er aussieht. Das ist wirklich. Jetzt wissen wir endlich, wie er aussieht. Ja? Willst du auch mal? Du bist doch Migration. Ich meine, mit dem Wort kann man doch alles erklären. Ja. Ich finde, man sollte aber noch für, wenn jemand ein extremer Klugscheißer ist oder sowas, dann hat er einen Edukationshintergrund. Ja, das könnte man eigentlich auch sagen, oder? Edukationshintergrund? Ja, natürlich. Ja, ja. Also, ich weiß, hier noch einige im Publikum sehen mir schwer danach aus. Sie können sich nachher auch nochmal davor stellen, wenn Sie möchten. Aber jetzt haben wir es endlich mal gesehen, der Migrationshintergrund. Danke. Großartig. Ja, schön, oder? Großartig, ja. Finde ich auch. Sag mal. Geil. Danke. Endlich. Wow, amazing. I like it. Geil, Mann. Du musst ihre Sprache sprechen. Machst du das immer eigentlich, wenn du irgendwas in Ordnung findest? Ja. Okay. Warum auch nicht? Ja, ich weiß auch nicht, warum, aber es ist in der Bielefelder Bronx hat man halt seine Regeln. Ne? Okay, wie ist Bielefeld Hintergrund? Anders. Nämlich? Viel Wald, wenig los. Ja. Wir haben auch einen Touristen-Infopoint, das finde ich sehr cool. Damit hast du alles über Bielefeld erzählt, glaubst du? Richtig. Okay, meine Damen und Herren, wir haben ihn gesehen zum ersten Mal mit seinem Migrationshintergrund. Abdel Karim, Dankeschön. Thank you, danke. Dankeschön.